dich auf, Hunter. Oh Mann, ey. Diese Nacht ist dunkler als die meisten. Warum? Droht eine Gefahr, die ich nicht sehe? Sie steht genau vor dir. Liliths Finsternis stellt mich auf die Probe, Hunter. Ihre Macht wächst. Und meine damit auch. Ganz ehrlich, mir gefällt es, so stark zu sein. Mir gefällt es fast zu gut. Du hast es doch sicher auch gespürt. Nutze diese Finsternis, die du spürst, um dich stärker zu machen und deine Kräfte zu vergrößern. Komisch, du klingst wie ich, als ich dir beigebracht habe, wie du dich verhalten sollst. Ich habe einen guten Lehrer, Daywalker. Wenn du eine Verbindung zu Lilith spürst, dann nutze sie und hilf uns, sie zu besiegen. Das ist der Plan, falls ich es schaffe, dabei nicht selbst zum Dämon zu werden. Ich gebe mein Bestes, um die blutsaugende Bestie in mir in Schach zu halten, aber es wird von Nacht zu Nacht schwerer. Und um ehrlich zu sein, es kotzt mich an. Du weißt, wie gern ich Herr der Lage bin. Hab keine Angst vor deinem Schattenblade, wenn es dein Schatten ist, der dir einen Vorteil verschafft. Und obendrein einen entscheidenden Vorteil. Weißt du, manchmal braucht man nur eine gute Nachtruhe. Das wirkt Wunder auf meine Einstellung. Gute Nächte, schlechte Nächte. Ich schlafe eigentlich nicht. Ist nicht mein Ding. Ich werde heute Nacht sehr lange wach sein. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, können wir eine Weile zusammensitzen. Es wäre schön, mal wieder zu reden. Ich könnte Gesellschaft gebrauchen. Und worüber würdest du gerne reden? Was immer du willst. Oh Mann. Willst du mehr über die Gefallenen wissen? Glaubst du, wir können sie zurückholen? Von außen betrachtet sehen sie schrecklich aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von innen besser aussehen. Aber über Wanda will ich nicht so denken. Also denke ich lieber gar nicht darüber nach. Liliths böse Macht wurzelt tief. Sie verdirbt einen bis in den Kern. Wie gesagt, ich denke lieber nicht darüber nach. Glaubst du, die Suns raufen sich je als Team zusammen? Jedes Team ist immer nur so gut wie sein Anführer. Vielleicht bist du dieser Anführer. Die Bindung, die du mit Logan durchs Training aufbaust, lässt mein Herz höher schlagen. Logan ist ein guter Sparringpartner. Er hält sich nicht zurück. Manchmal wäre ich gerne so sorglos wie er, ohne jedoch meinen Schneid zu verlieren. Logan ist vielschichtiger, als man es am Anfang denkt. Oh, ich weiß, dass er auch seine dunkle Seite hat. Er hat nur das Angeben besser drauf. Wo wir gerade von Lilith reden, gibt es irgendwas, was sie gegen dich einsetzen könnte? Ein Druckmittel, meinst du? Lilith sucht nach Schwächen, um in deinen Kopf zu gelangen. Ich muss deine kennen. Ich kannte einmal eine Frau, Gloriana. Wir reisten zusammen durch die Welt, schlachteten Vampire ab und machten Liebe. Schöne Zeiten. In London hörten wir von einem Meistervampir, der frei herumläuft. Mein großes Ego sagte mir, ich könnte ihn genauso leicht töten wie die anderen. Ich lag falsch. Ich wäre beinahe draufgegangen. Und durch diesen Fehler ermöglichte ich ihm, Glory in eine seiner Art zu verwandeln. Die Frau, die ich liebte, wurde zu dem, was ich hasse. Ich erspare dir die Details. Ja, man kann sich schon okay. Ich verstehe die Emotionen. Mit Liebe, die in Hass umschlägt, kenne ich mich aus. Ist doch ein guter Zeitpunkt, um mit Carol zu trainieren. Warum nicht? Logan ist hier. Nein, naja. Wenn du was für sie empfindest, solltest du... Wie gesagt, Logan ist hier. Ah, klar. Verstehe. Die Nacht wird nur noch dunkler und ich werde müde. Dann schlaf. Du willst dich doch nicht auch noch in den Sarg legen. Wir müssen früh los. Ich weiß echt nicht, was du mit deinen Särgen hast. Der Logan ist hier. Oh Mann.
Ja, der alte kanadische Womanizer hier. Oh Mann, ey. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, können wir eine Weile zusammensitzen. Aber wir haben ja schon alles durch. Es wäre schön, mal wieder zu reden. Ich könnte Gesellschaft gebrauchen. Und worüber würdest du gerne reden? Was immer du willst. Die Nacht wird nur noch dunkler und ich werde. Dann. Du willst. Ich war. Gott, jetzt haben wir's. Ich glaube, das freuen wir jetzt auch noch. Meine Fresse. Sind wir heute Nacht beliebt? Da, Charlie. Was machst du da, Charlie? Oh. Allein ihre leuchtenden Kulleräuglein. Es gibt nicht viele. Tony könnte so viele Satelliten in die Luft schießen, um nach Blaze zu suchen, dass sie den Himmel verdunkeln und es würde nichts helfen. Und die größte Hilfe, die wir uns hätten wünschen können, kommt von diesem mysteriösen Dämonen, der auf ewig in diesen Flammen gefangen ist. Dämonen sind per Definition böse, aber dieser hier will offenbar helfen und ich bin geneigt, ihm zu vertrauen. Ich hoffe, du hast nicht wirklich vor, auf den Rat eines Dämonen zu hören. Das wäre ein Fehler. Ich dachte, du würdest mir inzwischen vertrauen. Ich arbeite seit Jahren mit Dämonen. Ja, sie können hinterlistig sein, aber in diesem Fall könnte er an etwas dran sein. Also, Robbie. Ist definitiv der Schlüssel, um Blaze zu finden. Wie schaffen wir das? Ich glaube, Stark und ich stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Tony und ich müssen die Köpfe zusammenstecken. Wir haben bestimmt bald etwas. Ja, hoffen wir mal. Was geht? Hey. Wie läuft's? Hey, die haben alle keinen Bock, nur noch was zu machen. Gut, dann hau ich mich aufs Ohr. Braves Mädchen, Charlie. Oha, Deadpool will was von mir? Deadpool winkt dich her. Hast du den Streit von Carol und Tony gehört? Sie haben über die Macht gesprochen, die Zukunft vorherzusagen. Carol sagt, dass sie dann jeden einsperren würde, bevor ein Verbrechen begehen kann. Tony war da ganz anderer Meinung und das sehr lautstark und farbenfroh. Also ich wüsste, dass etwas Schreckliches passieren würde, würde ich alles tun, um es zu verhindern. Jede Zukunft ist einer aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. Man kann niemanden für das bestrafen, was er tun könnte. Ja, auch wieder wahr, wenn es nicht sicher ist. Meine, man kann Verbrechen verhindern, wenn man genau weiß, dass dieser tut, dass dieser Mensch es tun wird. Aber wenn es nur die leichteste Möglichkeit ist, dass er es nicht tun würde, dann wäre es falsch, ihn schon vorher einzubuchten. Mein Charme hat dich überzeugt. Vielleicht hätte ich bei den gruseligen Teilen nicht so lachen sollen. Hey, Hunter. Gut, ich brauche was zu tun. Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt.
Sam, komm schon. Du hast mehr Helices gefunden? Immer her damit. Ah. Du bekommst wohl nicht genug von mir. Bist du bereit für mehr? Oh, das war nicht nötig. Doch war es. Ich sage noch immer, wir hätten... Ach, machen wir das. Bereit für eine Abreibung? Emma. Ich brauche eine Rückenmassage. Okay, Robbie will scheinbar was. Da gucken wir doch mal. Was will er denn? Mag mir jemand verraten, was wir hier tun? Wir haben einen Plan, Robbie. Du musst nur etwas anziehen. Was anziehen? Dazu kommen wir noch. Ein Statement-Teil. Was für ein Art Statement? Entspann dich, Junge. Du solltest dich freuen. Du wirst Johnny Blaze für uns herbeirufen. Okay. Das hat seine Frage nicht beantwortet. Ich glaube, Robbie kriegt das gut hin. Also, fangen wir an. Hunter, hast du das gehört? Habe ich. Ich stand genau hier. Mal ganz ehrlich. Bin ich der Richtige, um Johnny Blaze zu rufen? Mach dir keine Sorgen darüber, ob du es kannst oder nicht, Robbie. Stark und Strange wissen, was sie tun. Mach einfach, was sie sagen. Dann klappt das schon. Kapiert. Das könnte sogar ein Hund erledigen. Ganz genau. Hoffen wir, dass ich es besser mache als ein Hund. Ja. Hattest du noch andere Bedenken? Ja, aber wir haben keine Woche Zeit, um alle durchzugehen. Also, legen wir los. Sag mir einfach, was ich tun soll. Sag mal. Alright, Sam. Dann Spirit of Vengeance. Und was soll ich jetzt machen? Johnny Blaze anrufen? Mit meinem Spirit of Vengeance Handy? Das war die Idee. Wow, wow, wow. Ich scherze nur. Wir aber nicht. Mit den Purpurbändern von Cytorak kann die Spiegeltafel die natürliche Verbindung zum Spirit of Vengeance vielleicht aktivieren. Eine Leihgabe des Dämons in unserer Schmiede. Etwas Aloe wird dem Scheuern vorbeugen. Bisher ist jeder unserer Versuche fehlgeschlagen. Wenn wir Blaze und die Seite finden wollen, dann brauchen wir jetzt Robbie Reyes und den Rider. Gut. Was soll ich tun? Fest an Blaze denken? Yep. Blaze! Die Geister sind verbunden. Was du nicht sagst. Du kannst dem Schicksal nicht entfliehen. Du kannst dich nicht verstecken. Oder Lilith, wie es scheint. Wir müssen gehen, Hunter. Das Pergament der Macht darf auf keinen Fall in... Bin dran. Fisch ab, Glühwürmchen. Das war genial. Alrighty then. Mal gucken, wen sollten wir neben den Spirit of Vengeance mitnehmen? Würde es hier hätten. Jucken, die neue Nico mitzunehmen. Ja, machen wir einfach mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich Johnny Blaze mal jage. Wirklich? Ich jage nur das Jahr. Und wieder mal müssen wir einen Bad Boy auf einem Motorrad jagen. Wenn du schon mal da bist, besorge für Robbie unbedingt ein Autogramm von Blaze, ja?
Vielleicht hört er dann mal auf, von ihm zu reden. ich probier's mal. Obwohl, Robby kann ihn auch einfach selbst fahren. Es ist ein Wettrennen. Wir müssen vor Hydra bei Blech sein. Ich hoffe, du findest ihn schnell. Sie geben richtig Gas. Wir müssen uns das Pergament von ihm holen. Und lass dich nicht mit einem Nein abspeisen. Darum kümmere ich mich. Sind wir jetzt fertig mit der Reden? Danke. Scharf auf die Seite bist, hol sie dir doch selbst. Verdammt. Wirklich. Aber ich habe meinen Kindern versprochen, sie aus deiner Seele reißen zu dürfen. Welche Seele? Wir sehr kapiert, wie das Maser funktioniert. Johnny, jetzt zieh dich an. So kommst du nicht davon. Wenn Johnny Blaze leiden soll, dann durch meine Hand. Solange die davon abhalten, Lilith die Seite zu geben, tust du, was du tun musst. Ich habe ihr Selbstvertrauen nicht erschüttert. Ich mag Robbys neue Fähigkeiten. Du bezahlst den höchsten Preis. Oh. Ja, die Doppler kennen wir ja schon aus einer Prüfung. Wir beschützen also. Dein Leiden wird. Naja. Gehen wir doch. Du
hast dein Schicksal gewählt. Deine Zeit war gekommen. Sehr schön. Dein Ansehen in dieser Welt.